kann ja ich gar nicht ernst nehmen, weil ich mir denke, ja, komm, ne, du hast ja scheinbar eine super gute Erziehung genossen, nämlich gar keine. Wir sind echt anders, ich merke das immer wieder, aber lustig anders, positiv anders und vor allen Dingen mit Herz anders. Weil dafür habe ich nämlich mit YouTube angefangen. Aber was da im Moment abgeht, ist unterste Schublade für mich und ich habe so einen Hals, wirklich, ich habe so eine Krawatte. Hallo, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, ich freue mich. Es wird ein bisschen was passieren, ich bekomme gleich Besuch, ich koche jetzt gleich, dazu nehme ich euch wieder eine Runde mit, das interessiert euch ja immer und da freue ich mich natürlich. Kochen ist meine Leidenschaft und es interessiert euch immer, vielleicht auch als kleine Inspiration und auch für euer Feedback am Donnerstag, da hatte ich euch gefragt, wie ihr die Vlogs denn haben möchtet, lieber lange oder kurze und so und ja. Da habe ich mich sehr über euer Feedback gefreut. Ich freue mich immer, wenn mit euch in Kontakt bin. Ich hatte es schon in meinem letzten Video gesagt, eben am Donnerstag, dass ich so ein bisschen enttäuscht bin. Einfach, weil ich meine Analytics mal durchgegangen bin und gesehen habe, dass über 60% einfach so schauen, ohne ein Abo dazulassen. Ich mache mir da natürlich Gedanken, vielleicht hat ja der oder diejenige keinen eigenen Account oder denkt, das kostet Geld und so. Und da wollte ich euch auch mal fragen, wie das so bei euch ist. Dauert es bei euch eine Weile, bis ihr den Kanal einfach abonniert? Wisst ihr gar nicht, dass man den Kanal abonnieren kann, um keine Videos mehr zu verpassen? Oder sagt ihr, nee, ich klicke nur ab und zu mal rein, ich verfolge gar nicht jedes Video? Und ja, das würde mich sehr interessieren. Diesmal in die Kommentare bitte als Feedback, weil ihr hört ja immer nur mich quatschen, aber von euch höre ich ja relativ wenig, ne? Also außer natürlich in den Kommentaren, ist ja klar. Also gut, ich verräume jetzt hier mal das ganze Zeug. Und zwar hat der Max was bestellt bei Amazon. Und zwar diese Jelly Bean Kaugummi-Maschine. Das ist wieder typisch Max, ne? Für seine Chill-Out-Lounge. Und hier stehen noch ein paar Sachen, die kommen jetzt gleich in die Hausapotheke. Der Gianluca hat nämlich gestern einen schweren Fahrradunfall gehabt. Der hat sich total verletzt und deshalb habe ich das gebraucht. Nein, es wird jetzt nicht in das Thumbnail kommen und nein, es kommt nicht in den Titel. Ihr kennt mich, bei sowas ist die Kamera aus. Das finde ich ganz schrecklich. Ich finde im Moment diese YouTube-Entwicklung sowieso total schlimm. Die ganze Woche habe ich mir schon ganz viele Gedanken dazu gemacht. Also ich frage mich echt noch, wo diese Reise hingehen soll bei manchen Kanälen und ja, was halt alles für Abos und für Geld gemacht wird. Also für mich total unverständlich. Und ich habe es auch schon auf Instagram gesagt, im normalen Leben kommt man doch mit Ehrlichkeit und Treue am weitesten. Also das ist meine Devise. So bin ich erzogen worden. Meine Mutter hat mir ja viel mit auf den Weg gegeben. Vor allen Dingen, dass man Menschen respektieren soll. Und ja, also meine Toleranzgrenze ist wirklich sehr hoch. Aber was da im Moment abgeht, ist unterste Schublade für mich und damit möchte ich mich so null identifizieren und ich habe so einen Hals, wirklich, ich habe so eine Krawatte, also das kann ich überhaupt nicht verstehen, ne? Ich fange schon wieder das Zittern an, mein Temperament kommt gerade schon wieder durch. Meine Meinung habe ich dazu geäußert auf Instagram und ich finde es also wirklich unterste Schublade. Aber man sieht anhand der Klicks, wie gesagt, und anhand der Abos, dass solche Kanäle eben kräftig weiter wachsen und ja, dass man auch ohne Ehrlichkeit sehr weit kommt, sehr weit auf YouTube und das ist so scheiße, das ist so scheiße. Aber das liegt eben wahrscheinlich mit daran, dass ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich will jetzt kein falsches Alter sagen, aber das liegt schon, denke ich, ganz stark mit an meiner Lebenserfahrung, ne, die ich so gemacht habe und ja, meine Lebenseinstellung. Also gut. Scheißegal, lasst uns mal über was Schönes sprechen. Und zwar geht es ja für mich morgen zur Mayra, zur Babyparty. Und ich freue mich so, so sehr, meine Mädels wieder zu sehen. Ich habe es euch erzählt, es wird so schön. Und wir freuen uns alle so riesig auf das Baby von der Mayra. Und ja, das wird gefeiert. Da werden wir alle zusammen sein. Und ich habe natürlich auch was besorgt für meine Mädels. Und zwar zum einen für die Steffi, diese Rittersport-Kakao-Mousse-Schokolade, davon hat sie mir ja, vorgeschwärmt und deswegen habe ich die mal besorgt, weil ich sie natürlich auch selbst probieren möchte, ne? Ist ja klar. Sorry übrigens, dass ich mich ständig in den Haaren gerade rummache, aber ich habe die frisch gewaschen und die sehen echt aus wie Lumpi. Vor allen Dingen das Licht ist auch echt richtig bescheiden, aber gut, wir sind ja jetzt hier auch nicht beim Fernsehen, ne?
habe ich meinen Mädels, genau, noch diese Vasen hier besorgt. Und zwar natürlich für jede eine, ist ja klar. Schaut mal bitte, wie schön die aussehen, wie edel. Also mir gefällt sie total gut. Schlicht, aber trotzdem edel. Wie habe ich jetzt gerade die ganze Zeit die Kamera gehalten, sorry. Ich werde morgen noch Tulpen besorgen, weil ich gern Tulpen reinmachen möchte. Aber ich werde das dann alles bei der Mayra erst drapieren und dekorieren können, weil ich kann schlecht mit 6 Vasen im Auto rumfahren, die befüllt sind mit Wasser. Ne? Ist wahrscheinlich ein bisschen blöd dann auf der Autobahn. Ja, nee, deswegen mache ich das morgen. Ja, wollte ich euch auch ganz kurz zeigen. Jetzt gehen wir mal in die Küche. Wie gesagt, ich koche jetzt. Ich habe schon fleißig geputzt. Da ist mein Putzdingens. Ich mache mir jetzt auch gleich die Haare hoch, weil so kann ich natürlich nicht kochen. Hier ist meine Pfanne. Könnt ihr auch sehen. Ich habe nämlich gerade einen Test durchgeführt, zusammen mit Max. Und ja, habe euch das auch auf Instagram erzählt. Ich darf ja den Airfryer testen. Ich gerade so... Ja, nein, also ich darf den Airfryer testen, habe ich euch auch schon gesagt. Und der wird von mir auf Herz und Nieren, ja, getestet. Verschiedene Dinge werde ich darin kochen oder zubereiten. Und habe eben so als Vergleich das Ganze mal in der Pfanne gemacht, die Chicken Nuggets und eben im Airfryer. Genau, und dann werde ich euch ja darüber berichten, wenn es soweit ist. Und ihr bekommt meine ehrliche Meinung. Genau, so sieht's aus im Puppenhaus. So, da ist mein Messer. Ich bereite jetzt alles vor. Dann starten wir durch. Aber wie gesagt, ich muss jetzt erstmal meine Haare hochtrommeln. Wo ist denn mein... Moment, dass ihr mir nicht in die Schublade schaut. Moment. Hier. Da ist nämlich ein bisschen Chaos und das muss ich euch ja nicht zeigen, ne? Ich muss euch nicht alles zeigen und ich muss euch auch nicht alles erzählen. Alle Geheimnisse, die ich so habe, die jeder Mensch hat. Denn es gibt kein YouTube-Gesetz, dass das vorschreibt. Soll ich euch mal da oben hinstellen? Hier hatte ich euch ja noch nie. Cool. Ey, cool. So. Ach, das ist gut. Ich bin nämlich gerade bauchfrei, aber ihr seht es nicht. Würde ich euch auch nicht zeigen. So. Hände. Ups. Hey. Was soll der Scheiß? Okay, meine Haare sind zu dick. Die halten wieder nicht oben. Ey, ich sehe aus, als hätte ich in die Speckdose gefasst, weil ich mir die nicht geföhnt habe. Geht das so? Haltet ihr das so aus? Ich weiß es nicht. Übrigens, meine Kette ist auch neu. Habe ich euch auch auf Instagram drüber erzählt. Die habe ich ganz neu, die ist von meinem Punkt. Und ja, ich habe auch einen Rabattcode. Yay! Und zwar nennt er sich Rosella mir 17. Falls euch diese wunderschöne Kette interessiert, schaut mal. Schaut mal, was ich gerade für eine Werbung mache und bekomme nicht mal Geld dafür. Heieiei, Heidi, was machst du da? Ja, mache ich gerne. Weil dafür habe ich nämlich mit YouTube angefangen. Nicht um Geld zu verdienen, sondern als Hobby. Und ich glaube, das sollten sich einige mal, die einen YouTube-Kanal starten. Vielleicht ist das so der Grundsatz, dass man mit YouTube starten sollte, weil es einem Spaß macht. Und weil man einen schönen Content liefern möchte. Einen Content, in dem irgendwas zu sehen ist, was die Leute begeistert und wo sie sagen, hey, cool, die Heidi hat das und das gekocht. Was, die hat Pancakes gemacht? Oh, die könnte ich auch mal wieder machen. Was, die Heidi war draußen mit den Kindern oder die war in der Trampolinhalle? Hey, das könnte meine Kinder auch interessieren. Ja, das ist zwar eine Art Unterhaltung, ne? Klar, ihr seht, was bei mir zu Hause los ist. Es ist eine Art Unterhaltung, aber ich möchte euch einfach auch was mitgeben. Wenn ihr mein Video fertig geschaut habt, dass ihr sagt, cool, das könnte ich auch mal ausprobieren. Ach ja, schön. Was, das Putzmittel verwendet die Heidi? Das könnte ich auch mal testen. Ohne, dass es eine Produktplatzierung ist, ne? Im Übrigen. Ja, also gut. Ja, Bella, die Mama labert und labert. Jetzt muss ich wirklich mal kochen. Ist schon spät, ne? Also ich hole meinen Einkauf und dann sehen wir uns gleich in meiner Küche wieder. Das war jetzt lang, ne? Ich habe jetzt echt lang gelabert. Aber ihr wolltet ein langes Video. Ihr habt es gesagt am Donnerstag. Ein langes Video. Deswegen bekommt ihr heute ein langes Video. Also, auf geht's ins Auto. So, da bin ich wieder. Tomaten habe ich gewaschen. Die bayerischen Tomaten, ne? Es gibt Bruschetta, habe ich es euch schon gesagt? Nee, also es gibt Bruschetta als Vorspeise. Dann mache ich noch einen Auflauf und dann mache ich vielleicht Pancakes. Mal gucken, was ich zum Nachtisch noch mache. Ja, und es geht ja alles schön ratzifatzi, alles ganz schnell in meinem Molex, der da hinten steht.
Ja, dazu wolltet ihr ja auch Videos haben und so. Kann ich euch auch gerne machen, das ist ja kein Problem. Und nein, ich werde dafür nicht bezahlt. Mein Gott. Also, wenn ich was testen darf, dann sage ich es euch. Und wenn ich bezahlt werde, dann blende ich es ein. Ja, sollten vielleicht auch mal einige tun. Denn in YouTuber-Kreisen bekommt man auch Dinge mit. Auch von Firmen. Ja, ich hatte ein sehr nettes Gespräch erst vor ein paar Tagen mit einer Firma. Unglaublich, ey. Leute, wenn ihr wüsstet, das wollt ihr alles gar nicht wissen. Oh Gott, und ich denke mir manchmal, ich verschone euch, natürlich. Genauso wie mit irgendwelchen komischen Kommentaren. Und dann sagen ja viele, ach Heidi, reg dich nicht auf. Also Gott sei Dank bleibe ich da ja echt relativ verschont. Manchmal verirrt sich so eine traurige Seele, ne, die dann meint, irgendwie mal mit der Axt durch den Wald zu laufen. Aber sowas schüchtert mich so null ein, ne? Weil wenn jemand natürlich konstruktiv was zu mir sagt, dann ist es keine Frage, dann können wir uns gern darüber unterhalten, warum auch nicht, ne? Klar, aber ich werde wohl wissen, warum ich gewisse Dinge mache und warum eben nicht. Ja, warum ich verschiedene Dinge für meine Kinder koche und warum eben nicht. Jetzt letzt, dann schreibt eine, ja, oh Gott, ich will es gar nicht aussprechen, also auf jeden Fall hat sie irgendwie voll über den Max abgelästert und hat was wirklich Böses gesagt, das unter der Gürtellinie ist, und das kann ich gar nicht ernst nehmen. Das kann ja ich gar nicht ernst nehmen, weil ich mir denke, ja, komm, ne, du hast ja scheinbar eine super gute Erziehung genossen, Kind Gottes, ja, nämlich gar keine. Und da mache ich mir nichts draus. Und das hatte ich ganz kurz auf Insta gesagt, aber nicht, weil ich mich aufgeregt habe, sondern weil ich einfach auch mal zeigen wollte, was wir so lesen müssen, ne, zum Teil. Wie gesagt, ich bleib da ja auch echt verschont, weil ich ja auch noch einen relativ kleinen Kanal habe. Ich glaube, umso größer der Kanal ist, umso ja, verrückter werden einfach die Kommentare. Ne? Ich mache mir da nichts draus. Und wollte euch das einfach nur mal wissen lassen, weil wir müssen uns lang nicht alles gefallen lassen. Warum auch? Warum kann mir irgendwie jemand sowas Blödes schreiben, hoppala, und ich darf ihm aber nicht antworten? Natürlich begebe ich mich nicht auf dieses Niveau. Natürlich nicht. Dafür bin ich alt genug und ich habe eine gute Erziehung genossen. Aber letzt zum Beispiel schreibt mir eine wegen dem Kühlschrank. Ja, von wegen, ja, selber schuld, wenn man 4000 Euro für einen Kühlschrank ausgibt und den Namen dafür bezahlt. Und jetzt auch noch einen Kühlschrank mit Kameras. Und ich denke mir so, Kind Gottes, hast du überhaupt zugehört, was ich gesagt habe? Scheinbar nicht, denn dann wüsstest du, dass ich mir weder einen Kühlschrank mit Kameras kaufen möchte, weil ich das den totalen Schwachsinn finde, noch würde ich jemals einen Kühlschrank für 4000 Euro weiterempfehlen. Das war damals ein Fehler, den wir gemacht haben, weil unser Haus, ey, ich kann gar nicht kochen, wenn ich so viel mit euch laber, weil unser Haus, also wir haben ja im Bauhausstil gebaut, das ist alles sehr puristisch, es ist alles sehr geradlinig, unsere Architektin hat da total drauf geachtet, wir stehen da drauf. Seht ihr auch zum Beispiel da drüben bei meiner Kaffeemaschine habe ich noch eine Wärmeplatte, die ich so gut wie nie verwende, ja, aber es hat einfach optisch dazu gepasst, weil es hier länglich ist und dann, also wisst ihr, wie ich meine, und dann musste einfach dieser Kühlschrank her, er musste natürlich nicht, denn wenn das Geld nicht dafür da gewesen wäre, hätten wir uns den auch nicht gekauft, aber der ist eben flächenbündig und es war damals, das ist ja jetzt noch nicht 100 Jahre her, als wir gebaut haben, aber da kamen die halt ganz neu raus, diese Side-by-Side-Kühlschränke. Und haben wir einen neuen bestellt, der im Übrigen immer noch nicht da ist, weil wir voll den Stress haben mit Hermes. Die schaffen es nicht, den scheiß Kühlschrank daher zu schaffen. Ist ja jetzt auch wurscht. Auf jeden Fall denke ich mir dann, warum hat die nicht zugehört? Und schreibt dann voll den langen Text. Und wenn du das ja alles so schlimm findest, dann zwingt dich ja keiner, ne? Ja, nee. Und ich denke mir, ja, tschüss, da vorne ist die Tür, ey. Saugeil, ey. Saugeil. Und was ich euch eigentlich damit sagen wollte, ist, dass wir uns längst nicht alles gefallen lassen müssen. Wir können klar auch mal zurückschreiben, warum nicht. Ich denke einfach, wenn der Ton passt, aber wenn jemand mich so anpflaumt, ne, warum soll ich dann da nicht auch meine Meinung sagen? Das darf ich. Ich darf das, auch wenn ich YouTuberin bin. Und nein, ich muss es nicht an die große Glocke hängen, dass ich Vegetarierin bin und mein Mann. Warum auch? Gar nicht erzählt, hast ja gar nichts gesagt. Ja, pö, hättest du auch mal sagen können. Ja, klar hätte ich sagen können. Ich sag's euch ja immer wieder, ich koche das. Und für die Vegetarier unter uns koche ich das und das. Hallo? Guten Morgen. Ja, was soll ich dazu noch sagen?
hier ist das Olivenöl meiner Eltern. Das habe ich abgefüllt, weil ich letztes Mal so einen riesen Bottich hatte. Da haben sich auch einige gewundert. Hier sind meine Basilikumblätter. Die habe ich schon schön frisch gewaschen. Auf Instagram zum Beispiel zeige ich euch ja auch, was ich koche. Ne? Auch nicht jeden Tag. Aber ich koche halt nun mal wahnsinnig gerne. Und ich koche halt viel und ich mache das gerne. Das ist für mich keine Last. Für mich ist es so, dass es unglaublich wichtig ist, dass meine Kinder halt was Leckeres haben. Und wo sie sich auch freuen, wenn sie von der Schule kommen, ja, und sagen, oh ja, Mama, lecker, was hast du denn gekocht? Und es gibt bei uns freitags, ach Mann, Döner, ne? So ist es nicht. Also ich meine jetzt nicht für mich oder für meinen Mann, wie gesagt. Aber ja, und es war Aschermittwoch und dann zeige ich so, was ich koche. Und es gab eine vegetarische Variante und dann zeige ich für meine Kinder Putensteak. Kommt. Ja, wie? Es ist Aschermittwoch. Hallo? Da isst man kein Fleisch. Und ich denke mir so, ja geil, geil. Warum ich für meine Kinder Fleisch koche? Warum ich Fleisch koche an einem Aschermittwoch? Ja, weil ich trotzdem gläubig bin. Und an einem Karfreitag gibt es auch keinen Fisch bei mir, weil meine Kinder keinen Fisch mögen. Soll ich die verhungern lassen? Ja, soll ich die verhungern lassen? Aber dann beten gehen in der Kirche oder was? Sag mal, geht's noch? Nee, das Haarband, das steht dir nicht. Das sieht richtig scheiße aus. Kriegst du dann als Kommentar das Haarband, ne? Könnt ihr euch an die Geschichte mit dem Haarband erinnern? Das Haarband sieht richtig scheiße aus. Außerdem hat es Labella erfunden. Labella hat es erfunden und nur sie darf das tragen. Labella? Hast du das erfunden? Komisch, ganz Bershka, ganz Frankfurt, in allen möglichen Geschäften, H&M, Zara, verkaufen sie diese Bänder. Und wenn es an mir scheiße aussieht, ja, dann ist es ja schön für dich, dass du das so denkst. Und ich freue mich auch, dass du mir deine ehrliche Meinung sagst. Wenn du mich in der Stadt triffst, und du kennst mich ja nicht, ne? Du triffst mich in der Stadt, kommst zu mir und sagst, ey, das Haarband, das sieht richtig scheiße an dir aus. Ach so, ja, vielen Dank, dir auch einen schönen Tag. Ich muss mal kurz an die Tür. Da bin ich wieder. Ihr merkt schon, ne? Ich mache nur Spaß, mein Gott. Ich sehe das Ganze immer irgendwie mit einem, ja, ich kann es manchmal gar nicht ernst nehmen. Und ja, finde es natürlich schade und traurig, aber Gott, ne, es gibt so, so viele tolle Abonnenten da draußen, die mir so ein tolles Feedback dalassen und sagen, Mensch, Heidi, ne, klasse, mit den vier Kindern und kannst du mal das bitte zeigen, kannst du mal das kochen oder... Ja, die dann eben aus meinen Videos, so wie vorhin schon gesagt, einfach das Positive rausziehen und sagen, Mensch, du bist immer am Lächeln und bist du auch mal traurig oder sieht es bei dir auch mal aus wie die Sau. Jeder, der natürlich seinen Kopf einschaltet, der weiß, dass ich auch mal traurig bin oder schlecht gelaunt oder meine Kinder streiten. Das ist doch total klar. Aber da hole ich nicht die Kamera raus. Das bleibt mein Geheimnis. Versteht ihr? Weil jeder das weiß, dass es gar nicht so laufen kann. Aber ich muss es doch nicht zeigen. Ich muss es doch nicht zeigen, oder? Ganz ehrlich. Und wenn ich noch so viel Geld für den Kühlschrank ausgebe oder was auch immer, ich habe doch dafür gearbeitet, oder nicht? Mein Mann, ich, ne? Da muss ich doch niemandem Rechenschaft abgeben. Sind wir doch mal ehrlich. Und ich bin so froh. Ich bin so froh und so dankbar. Ich muss jetzt auch mal weitermachen, sonst wird mein Essen nicht fertig. Ich bin auf jeden Fall so froh und so dankbar, dass ich so, so, so eine erwachsene Community habe. Wirklich, vielen, vielen Dank. Also man merkt einfach, dass ihr total schlau seid und erwachsen. Einfach nicht, dass die Jugendlichen nicht schlau sind, um Gottes Willen. Ich habe ja selbst hier Jugendliche zu Hause. Aber man merkt einfach an der... Schreibart, ne, in den Kommentaren, dass da einfach auch tolle Tipps zurückkommen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, wie gesagt. Ich mache jetzt mal meine Bruschetta. Also, ihr habt es ja gesehen, ich habe jetzt hier einfach die Tomaten klein geschnitten, Olivenöl drauf, bisschen Salz, Pfeffer, Knoblauch habe ich ausgepresst. Und das kommt jetzt hier drauf. Und dann kommt es in meinen Mulex. Der muss vorgeheizt werden. Und dann mache ich noch so kleine... ich rede wie so eine Italienerin, la mama, Mozzarella schneide ich in kleine Würfel und dann kommt das dann da noch drauf. Okay, ich zeige euch das jetzt. Ah, mein Gott, ich bin am Labern, das wird gar kein Kochvideo, das wird ein Labervideo, ich merke schon. Schaut mal, jetzt habe ich hier dieses Grillteil geholt, ne?
So, und dann packe ich das jetzt hier alles drauf. Das ist übrigens beim Molex dabei. So, schaut mal. Also das ist ein Zubehör, was man sich so noch dazu bestellen kann natürlich. Das ist jetzt nicht automatisch mit dabei, ne, bevor ich jetzt hier irgendeinen Quatsch erzähle. Und wir haben ja hier oben jetzt übrigens den Porsche. Wir sagen ja immer Porsche zu dem Molex da hinten. Der Max, der hat den kleineren unten, das ist jetzt der größere und wir nennen ihn halt Porsche. Das hat natürlich mit Porsche gar nichts zu tun. Genauso wie mit unserem großen Auto. Wir haben ja ein ganz großes Auto, ne? Klar, wir haben ja auch 4 Kinder und den nennen wir liebevoll Panzer. Das ist mein Panzerauto. Weil wenn ich sage, ich fahre jetzt schnell mit dem Bus in die Stadt, dann denken die Leute, ich fahre mit öffentlichen Verkehrsmitteln und oder meine Kinder würden das vielleicht denken, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das nicht unser Bus. Der sieht zwar aus wie ein Bus, aber das ist mein Panzerauto. Ihr merkt schon, wir sind ein bisschen anders, gell? Wir sind echt anders. Ich merke das immer wieder, aber lustig anders, positiv anders und vor allen Dingen mit Herz anders. Genau, das ist doch was Schönes. Ich zeige euch meine Bruschetta. La Bruschetta. La Bruschetta Italiana. Okay, und Mozzarella schneide ich jetzt auch noch kleiner. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Also, hier ist die Kasserole, ne, von meinem Molex. Ich habe vergessen, den vorzuheizen. Glaubt ihr es? So viel zum Thema, ne? Ehrlichkeit hier, nichts Gestelltes. Also, eigentlich muss man den ein bisschen vorheizen, natürlich, ist klar. Ja, und dann habe ich jetzt diesen Rost hier drauf und in die Kasserole, genau, dass unten eben Abstand ist. Und dann bitte achtet darauf, dass ihr das anhebt und dann zumacht, sonst macht ihr euch den nämlich kaputt. Und zwar hier, dellt der dann die ganze Zeit hier an und das wollen wir ja nicht. Deswegen anheben und runterlassen. Okay, weiter geht's. Und jetzt bereiten wir noch ganz geschwind den Auflauf vor. Und zwar ist das kein großes Hexenspiel, das geht wirklich ganz, ganz schnell. Einfach Zwiebeln und Knoblauch andünsten in Olivenöl. Und dann packt ihr einfach eure Nudeln rein, allerdings ungekocht. Dann habe ich jetzt hier Sahne, ja, Bikini-Figur und so, nicht. Dann habe ich hier Farmer-Schinken bei Edeka gekauft. Käse, also der wird dann so klein geschnitten, kann ich euch dann zeigen. Käse kommt drauf, Erbsen und frische Champignons. Die werden dann auch noch klein geschnitten. Das kommt jetzt alles hier rein. Wie gesagt, das ist keine große Sache. Und dann packe ich das aber erst in den Molex, wenn die Gäste da sind. Und einen Salat gibt es dann auch noch dazu. So, und jetzt schauen wir nach unserer Bruschetta. Oh, das duftet sehr, sehr lecker. Sieht auch schon gut aus. Das kann jetzt soweit raus. Das richte ich jetzt auf eine, ja, schöne Platte an. Hier ist jetzt der Schinken. Den schneide ich eben in Streifen, den Farmer-Schinken. Hier habe ich noch ein bisschen Mozzarella lieber übrig. Käse kommt noch rein und ja, dann noch dieser Edamer kommt oben drauf. Und wie gesagt, das geht so, so schnell und ist super einfach. Und ihr habt dann was ganz Leckeres. Und da ist sie, die fertige Bruschetta. Ich werde jetzt hier an den Rand noch ein bisschen Basilikumcreme machen. Und dann, ja, werde ich das schon mal zum Tisch bringen. So sieht jetzt der fertige Auflauf aus. Ihr würzt es natürlich nach eurem Geschmack. Ich schreibe euch aber alles nochmal unten in die Infobox, wie viel ich von was verwendet habe. Aber wie gesagt, das ist natürlich Geschmackssache. Das könnt ihr dann so machen, wie es eben für euch am besten ist. Und jetzt kommt das Ganze in meinen Molex. Jawohl. Und Klappe zu. So, mein Auflauf ist jetzt auch fertig. Oh, das riecht so gut. Lecker. Mach das jetzt mal aus. Ja, sieht gut aus. Jawohl, ich richte mal an. So, schaut mal, hier oben ist es jetzt schön knusprig und innen ist es jetzt natürlich nicht ganz so knusprig. Ich habe jetzt hier noch so ein bisschen hin und hier halt das Knusprige. Und ich wollte euch übrigens noch sagen, dass ich tatsächlich für den Molex einen Rabattcode habe. Aber jeder, der mir schon länger folgt, der weiß das auch. Auch das schreibe ich euch mal unten in die Infobox mit rein, falls ihr euch auch dazu entscheidet, ja, so ein Schätzchen mal zu kaufen und euch zuzulegen. Dann könnt ihr gerne meinen Rabattcode verwenden und dann habt ihr einen richtig coolen Porsche bei euch in der Küche stehen. Aber den gibt es ja, wie gesagt, auch noch in der kleinen Version. Und ich bringe das jetzt mal meinen Gästen. Also ihr habt es gesehen, innerhalb von einer halben Stunde könnt ihr ein ganz, ganz tolles und leckeres Menü
zaubern, also eine kleine Vorspeise, ein Hauptgericht und die Pancakes, die gehen ja sowieso total schnell. Meine Gäste sind schon da, deshalb verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle von euch. Es sollte ja eigentlich ein Vlog werden, aber das sieht man mal, ne? Es ist was anderes geworden und ich wollte jetzt kein neues Intro drehen, so von wegen, ja, heute kommt ein Kochvideo oder heute laber ich mal eine Runde mit euch. Es soll ja authentisch bleiben hier auf meinem Kanal und echt. Ja, und ich war jetzt einfach so ein bisschen in Rede- und Laberlaune. Ich hoffe, das war in Ordnung für euch. Vielleicht ist es ja trotzdem eine Anregung, was ihr mal kochen könnt. Und so habt ihr jetzt einfach mal, ja, meine persönliche und ehrliche Meinung gehört zu verschiedenen Themen. Ich bin ein bisschen temperamentvoll, ich weiß. Aber ich hoffe, es war trotzdem in Ordnung für euch. Ich verabschiede mich jetzt. Ich hoffe natürlich, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!